Geschichte von dir wird noch einmal am 7. Mai 1943 sehr dramatisch, lieber Zwie. Da kommt nämlich die Gestapo in euer Haus und damit verändert sich dramatisch die Geschichte von dir und deinen Eltern. Wie war das damals? Gut, also da, ich muss einen Anfang, eine Einleitung dazu machen. Mach das, ja, bitte. Im Jahre 1941 wurden alle jüdischen Schulen geschlossen. Ich durfte auf keine andere Schule. Im September, 1. September 1941, genau 2 Jahre nach Ausbruch des Krieges, mussten wir mit dem Judenstern gehen. Der Judenstern musste ganz fest angenäht sein, denn wenn es ein Arier schaffte, den Juden den Judenstern abzureißen, dann kam der Jude ins Lager und der Arier bekam einen Geldpreis. Das heißt, wenn ich vorher noch irgendwie gegangen bin und einer nicht wusste, dass ich ein Jude bin, von dem Augenblick, wo du mit dem gelben Schandfleck gegangen bist, wusste jeder, Ja. dass du ein Jude bist. Jetzt jeder deutsche Volksgenosse durfte einen Juden angreifen, anspucken, schlagen, auch erstechen und der Schupo stand daneben und machte nichts. Und da beschloss ich, nicht mehr die Wohnung zu verlassen. Und vom Jahre 41 bis zum Jahre 43 saß ich fast 2 Jahre in der Zehdenicker Straße Nummer 28 in Berlin, im 4. Stock unter dem Dach in der Wohnung. Und der Krieg war schon lange und es gab die großen Luftangriffe auf Berlin. Und das Ziel der Flieger war, nicht militärische Ziele zu treffen, sondern so viele Deutsche zu töten wie möglich. Jetzt auf jedem 4. oder 5. Dach stand eine Flak-Fliegerabwehrkanone und an, sagen wir, jedem 20. oder 30. Dach waren Riesenscheinwerfer. Die Angriffe damals waren hauptsächlich in der Nacht. Und dann versuchten die Scheinwerfer, da hunderte von Scheinwerfer, suchten den ganzen Himmel ab. Und wenn sie ein Flugzeug in ein Kreuz bekamen, das Flugzeug genau in der Mitte des Kreuzes war, dann konnte die Flak das Flugzeug treffen und abschießen. Jetzt die Flugzeuge warfen die Bomben wahllos ab. Sie öffneten den Schacht der Bomben. Und die Bomben fielen eine nach der anderen, aber da das Flugzeug flog, dann war es so eine Art so, und wir nannten das die Teppichbombardierung, denn die Bomben fielen den ganzen Vietnam. Jetzt, jeder Deutsche musste entsprechend den Befehlen des Hauswarts bei einem Luftangriff sofort in den Luftschutzkeller nach einer Liste, genauen Liste. Wenn ein Deutscher nicht zu Hause war, musste er dem Hauswart sagen, dass er nicht zu Hause ist. Juden durften nicht in den Luftschutzkeller. Und so habe ich all die Bombenangriffe im obersten Stock des Hauses erlebt. Da es eine totale Verdunklung war, in dem Augenblick, wenn der Luftangriff anfing, machte ich die Fenster auf und ein furchtbares Schauspiel fand statt, denn die Flak schoss mit Leuchtkugeln und da sieht man eine Leuchtkette in den Himmel gehen. Die großen Bomber hatten Bordschützen vorne und hinten mit Maschinengewehren, die schossen zurück auf die Flak mit Leuchtmunition und die Bomben fallen und ich höre das Sausen und das Brausen und dann nachher die Explosionen. Papa und Mama mussten Zwangsarbeit machen. Sie waren nicht zu Hause und ich wusste, dass sie nicht in den Luftschutzkeller durften. Und ich hatte eine furchtbare Angst, eine furchtbare Angst. Aber ich habe immer dieses Schauspiel genossen von dem sozusagen, wie nennt man das, bengalischen Feuer. Und 2 Jahre, jetzt, was macht man 2 Jahre in der Wohnung allein? Wie gesagt, meine Mutti war eine gebürtige Berlinerin
Und sie lehrte mich alle deutsche Volkslieder mit Worten und mit Melodien. Und was man mir zurückgelassen hatte, war die Mundharmonika. Das heißt, die Mundharmonika ist ein komisches Instrument, ein ganz kleines Instrument, dass, wenn man reinpustet, ein bestimmter Ton herauskommt. Und wenn man einatmet, kommt ein anderer Ton heraus. Und da ich ja überhaupt nicht, was macht ein Kind 2 Jahre in der Wohnung allein? Ich hatte 7 Bücher, die ich alle in- und auswendig kannte. Ich habe sie mal von hinten gelesen, nach vorne. Und ich übte auf der Mundharmonika und lernte im Laufe der Zeit zu spielen. Erstens lernte ich alle deutschen Volkslieder. Zweitens, es gab, jeder deutsche Volksgenosse musste einen Volksempfänger kaufen. Das war ein deutsches Radio und jeder war verpflichtet, dieses Radio zu kaufen. Und bei den Nachrichten, jede Nachrichten, mussten sie das Radio auf Full Volume stellen. So hörte ich alle Nachrichten über alles, was im Krieg passiert, hörte ich durch all die Radios, die ringsherum waren. Und die ganze Zeit hörte ich immer Siegesmärsche und lustige Musik. Und die deutsche Wehrmacht marschierte und eroberte ein Land nach dem anderen. Und es war jedenfalls, es gab sozusagen keine Verluste bis zum 2. Februar 1943. Das war die große Schlacht um Stalingrad. Jetzt, die Deutschen standen vor den Toren von Moskau. Die Deutschen umzingelten Leningrad 3 lange Jahre lang. Sie konnten nicht rein. Was war so wichtig an Stalingrad? Stalingrad heißt die Festung von Stalin. Und Hitler war der Meinung, dass, wenn er Stalingrad erobert, nimmt er ganz Russland ein. Und ich glaube, dass er recht hatte. Und Stalin wusste genau dasselbe. Und auch die Deutschen warfen enorm viel Soldaten in den Kampf in Stalingrad. Die Russen taten dasselbe. Der Kampf ging an die 5 Monate, nicht nur von Haus zu Haus, sondern auch von Zimmer zu Zimmer. Einen Tag hatten die Russen das Zimmer, den anderen Tag hatten die Deutschen das Zimmer. Die Endzahlen sind, dass bei den Kämpfen in Stalingrad 1.200.000 russische Soldaten gefallen sind und 800.000 deutsche Soldaten. Und 2 Tage vor Ende des Kampfes hat Hitler General Paulus zum Reichsfeldmarschall, hat gesagt, bis zur letzten Kugel der Kampf. Und am 2. Februar 1943 hat sich Paulus mit 91.000 deutschen Soldaten den Russen ergeben. Und das war das Ende des Kampfes um Stalingrad. Und jetzt fing man an, zum ersten Mal im Radio Trauermärsche zu spielen. Das war der erste und allerschwerste Schlag, den die deutsche Wehrmacht erlitten hat. Und eigentlich von diesem Punkt an ging es langsam, es dauerte noch 2 Jahre, immer wieder runter. Und die ganze Zeit gingen jetzt Meldungen, wie viele deutsche Soldaten gefallen sind, ein Heldentod für Volk, für das Reich, für den Führer und so weiter. Und ich hörte die Trauermelodien und ich lernte die Märsche auch auf der Mundharmonika spielen. Jetzt, die SS kam allgemein. Erstens mussten sie eine Mindesthöhe von 1,80 Meter haben, dass, falls ein Jude es wagen sollte, sich zu wehren, dass sie ihn zerschlagen können. Zweitens, erstens sammelten sie die Juden mit den Judenständen, die auf den Straßen waren. Es war für Ausgangssperre für Juden von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Und wenn ein Jude auf der Straße war, dann hat man ihn sofort eingenommen. Meine Eltern mussten Zwangsarbeit machen und da hatten sie Ausweis, dass sie für das Deutsche Reich arbeiten.
Und so konnte man sie nicht nehmen. Aber ich wusste nicht, manchmal schießt man erst und dann fragt man, wer bist du? Und ich hatte jede Zeit die Angst, dass man Papa oder Mama wegnimmt. Und ich wusste, wir müssen immer, immer zusammen sein. Anders, es gibt keine andere Möglichkeit. Die SS kam im Allgemeinen zwischen 2 Uhr nachts und 4 Uhr nachts, pochte an der Tür, schrie, aufmachen. Und in dem Augenblick, wo die Tür aufgemacht wurde, raus. Und man hatte im Allgemeinen genau 5 Minuten. Und die meisten Juden, ohne dass sie sich gewehrt haben, wurden die Treppen runtergeschmissen. Und unten standen die SS-Leute und nahmen die Juden so und warfen sie so auf die Lastwagen. Die meisten waren in Pyjamas, konnten nichts machen. Und ich wusste, dass eines Tages wird man uns abholen kommen. Und das war, was ich hoffte, dass es uns sind und nicht ich allein. Und wir kommen jetzt auf den 7. Mai 1943 und es ist 10 Uhr morgens und ich höre Stiefel rauf bis zum 4. Stock, ein Klopfen an die Tür, aufmachen und zwei Ungetüme kamen in die Wohnung. Schwarze Schafstiefel bis zu den Knien, grüne Britzeshosen, die Koppel. Und auf der Koppel jedes deutschen Soldates stand Gott mit uns. Und dann guckte ich höher und sah die SS-Blitze. Und als ich dann auf die Schirmmütze guckte und den Totenschädel mit den gekreuzten Knochen sah, fing ich an, furchtbar zu weinen. Und einer stellt sich neben mich. Und der andere steht im Türrahmen, damit ich nicht weglaufe. Und er sagt, raus. Und ich weine. Und weine und weine. Was heulst du? Sage, ich will nicht ohne Papa und Mama gehen. Raus! Und ich hatte, es gab einen Befehl von der SS nicht zu befolgen. Ist eine Kugel im Kopf. Und ich hatte keine andere Möglichkeit. Alle Sachen waren schon vorbereitet. Und ich nehme die Seife und die Zahnbürste und die Zahnpasta und packe das in den Rucksack, der schon bereit war, und nehme die Mundharmonika und will sie in den Rucksack stecken. Jetzt sagt der SS-Mann zu mir, was ist denn das? Und ich sage, weinend, eine Mundharmonika. Was machst du damit? Eine kluge Frage. Und ich sage weinend, spiele. Und er gibt mir den Befehl, spiel mir mal was vor. Und ich weine. Ich bin 2 Wochen vor meinem 12. Geburtstag und habe eine Todesangst. Was spiele ich dem SS-Mann vor? Und da erinnerte ich mich an ein deutsches Volkslied, das Mutti mich lehrte. Und ich lese es jetzt vor. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt, im gleichen Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, er liegt vor meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lag, kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Und da beschloss ich, weinend dieses Lied zu spielen. Ich sehe in den Augen des SS-Mannes, der neben mir steht,
eine Träne. Und er sagte zu dem anderen, der im Türrahmen steht, der Kleine kann spielen. Spiel noch was. Was spiele ich jetzt? Und ich merkte, dass ich ihn erfasst habe. Und da beschloss ich, dieses bekannte Lied von Lili Marlene aus dem Blauen Engel zu spielen. Das deutsche Wehrmacht marschierte mit diesem Lied, aber auch die englische Armee marschierte mit demselben Lied auf Englisch. Und da beschloss ich, dieses Lied zu spielen. Daraufhin sagt er mir, spiel noch was. Und da sagte ich ihm, der kleine Judenjunge, unter einer Bedingung. Und er lacht. Du stellst mir eine Bedingung? Und ich sagte, ja, was ist deine Bedingung? Und da sagte ich ihm, Opa wohnte in demselben Haus. Opa ging im Laufe von 28 Jahren bei dem Friseur, der unten wohnte, jeden Tag sich rasieren lassen. 28 Jahre lang. Und dieser Friseur sagte zu mir, du Horst, wenn du mal in Not bist, kannst du zu mir kommen und bei mir telefonieren. Und ich sagte dem SS-Mann, ich will runtergehen und telefonieren, Papa und Mama zu erreichen. Und der sagt, gut, der andere SS-Mann wollte mir nachkommen, sagte, der läuft dir nicht weg. Ich kam runter, läutete Papa an und Papa, ich habe ihm nur gesagt, die sind da. Und Papa hat mir gesagt, halt sie fest. Da habe ich gefragt, wie? Halt sie fest. Ich kam zurück rauf in die Wohnung und die beiden Kerle saßen an meinem Küchentisch, hatten die Schirmmützen abgenommen und plötzlich sehe ich zwei Menschen, blonde Haare, blaue Augen und sie sagen, setz dir und spiel. Und ich nahm das ganze Repertoire der deutschen Volkslieder, ich spielte auf der Mundharmonika, die grölten mit mir zusammen. Papa hatte Mutti erreicht, beide kamen an, hörten von unten das Singen und damals hat man nicht viel in Deutschland gesungen. Mutti kam als Erste rein, die beiden Kerle sprangen und schlugen die Hacken zusammen. Gnädige Frau, können wir behilflich sein? Meine Mutter sagte, ja gerne, nimmt die Sachen, helft sie uns runtertragen. Sie halfen uns die Sachen runtertragen, sie halfen Papa auf dem Wagen, sie halfen Mama auf dem Wagen. Mich hoben sie hoch und sagten, auf Wiedersehen. Das war der erste Teil, ich muss einen Schluck Wasser trinken.